Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Spitzengespräch in der Akademie für menschliche Medizin. Heute habe ich einen besonderen Gast, der nicht nur schon vor vielen, vielen Jahren die Digitalisierung in der Medizin betrieben hat, was ganz ungewöhnlich ist, sondern auch einen Verlag gegründet hat und noch etwas Tolleres, jedenfalls in meiner Meinung nach, eine orthopädische Hausapotheke gegründet hat. Und darüber möchte ich gerne mit Herrn Burkhard Hock sprechen, der heute mein Gesprächspartner ist. Willkommen, Herr Hock. Grüß Gott, Herr Professor Spitz, ja. Ja, vielleicht erzählen Sie mal so ein bisschen was aus Ihrem ja doch sehr wandlungsreichen, ereignisreichen Leben, wie Sie überhaupt da gelandet sind, wo Sie jetzt sind. Ja gut, mal zwei Daten vielleicht vorab. Geboren bin ich 1953 in Franken in der Nähe von Aschaffenburg und mein Vorleben war im Management einer Computerfirma. Da war ich Kundendienstleiter in Frankfurt und das habe ich über 15 Jahre gemacht und in diesen 15 Jahren habe ich ganz viel mit Datenbanken gearbeitet. Und das war so ja, der Auslöser eigentlich, weshalb bei mir Digitalisierung eingeführt wurde. Denn als ich dann vor knapp 30 Jahren anfing, Heilpraktiker zu werden, da musste ich feststellen, dass ich keine Daten hatte. Ja. Und dann bin ich hergegangen und habe mal nach einem ganz einfachen Schema meine Patienten, meine ganzen Behandlungen digitalisiert. Das heißt, ich habe da keine Namen, keine Adressen drin, sondern nur Mann, Frau, Alter, mit welchem Problem gekommen und mit welchem Muskel gelöst. Das habe ich da drinnen praktisch aufgeführt. Und so sind in der Zwischenzeit ja über 37.000 Behandlungen dazugekommen. Und diese 37.000 Behandlungen haben natürlich eine extreme Erfahrung und ein extremes Wissen auch mir gegeben und eine Sicherheit vor allem. Denn ich muss mir bei orthopädischen Behandlungen fast keine Fragen mehr stellen, sondern ich kann auf Wissen zurückgreifen. Also das ist ein richtig empirisches Wissen, mit dem ich hier ganz einfach, sagen wir mal, an die Öffentlichkeit gehen kann. Und dieses Wissen, das wurde natürlich auch, sagen wir mal, irgendwie geboren. Denn dieses Wissen hat man ja nicht gerade so. Und so habe ich ja, ganz gute Kontakte gehabt, die und ganz viel Glück auch, denn dieses Wissen und diese Möglichkeiten, die ich in meinem Heilpraktikerleben bekommen habe, das haben die wenigsten Heilpraktiker jemals überhaupt in Gedanken gefasst. Denn ich habe einen Radiologen zum Beispiel im Schwarzwald und der hat eine riesig große Radiologiepraxis, der macht alles zu Bild, was nur möglich ist. Und beim Günther durfte ich hospitieren und durfte auch Studien machen okay. Und durfte so bei ihm das Einmaleins der Radiologie erlernen. In Berchtesgaden hatte ich einen Mick, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er mit Familienname hieß, Gottschlich hieß er, ja, der war dort der Oberarzt und dem habe ich mal gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, mal einmal bei Operationen dabei zu sein. Und so hat er mir die Möglichkeit geschaffen, am Operationstisch zu stehen, nach Rückfrage mit seinem Chef. Der hat es dann praktisch, der hat ihm zugestimmt. Und ich habe jetzt erst von der damaligen Sekretärin vom Chef erfahren, die jetzt meine Patientin ist, dass ich damals die ganze Belegschaft an Ärzten irgendwo in so ein Problem gebracht habe, weil die eine Hälfte hat gesagt, ein Heilpraktiker hat bei uns am Tisch nichts zu suchen. Und die anderen haben gesagt, doch, wenn einer sich dafür interessiert. Und der Chef, der hat damals gesagt, der Hock kann kommen. Ja, und so hat sich das eins zum anderen ergeben. Ich habe einen Arzt aus Salzburg ausgebildet und dieser Arzt, den habe ich mal gefragt, ob er mir irgendwie seinen Doktorvater oder irgendjemand empfehlen kann, der sich sehr gut mit dem Iliosakralgelenk auskennt. Und dann hat er seinen Doktorvater in Verbindung gebracht und der hat mir dann eine E-Mail geschrieben, hat aber gesagt, ja, so richtig gut kenne ich mich damit
nicht aus, aber ich schicke diese E-Mail per CC direkt nach München zum Professor Putz. Das ist war der damalige Chef von der LMU in München. Und der hat mich dann eingeladen und dann durfte ich bei ihm eine Studie machen über die Entwicklung von Iliosakralgelenken. Und so sind ganz einfach ganz wichtige Sachen zusammengekommen, die halt der normale Heilpraktiker, sage ich jetzt mal, überhaupt nicht geboten bekommt. Ja, und dann habe ich 2000 angefangen, praktisch mein Wissen in Seminare weiterzugeben. Also da ging es ganz speziell um Beckenschiefstand, um praktisch fehlstehende Wirbel, um Behandlung von Gelenken und so. Und da kam bei diesen ganzen Arbeiten, auch bei dem Radiologen im Schwarzwald, kam dabei heraus, dass etwas die Ursache darstellt, wo die Schulmedizin bei Gelenkproblemen und muskulären Problemen überhaupt nicht hindenkt. Und das ist der Beckenschiefstand. Und da habe ich mich natürlich dann hineingehängt, da habe ich richtig gearbeitet, habe Versuche gemacht, habe ganz einfach viele Studien auch gemacht und habe 2004, glaube ich, war das, oder 2003, habe ich meine erste Studie gemacht über 1906 Patienten, über wie viele Leute haben denn überhaupt einen Beckenschiefstand? Okay. Und auf welcher Seite ist das Iliosakralgelenk blockiert? Und welchen Einfluss haben andere Gelenke auf den Beckenschiefstand? Und da sind Sachen dabei herausgekommen, die dann auch Widerhall gefunden haben in einer Datenbank. Und das hat sich dann alles ergänzt. Und so kann ich in der Zwischenzeit sagen, dass wenn jetzt jemand hergeht und irgendwo empfiehlt Gelenkbehandlung, wir machen das mit der Methode und mit der Methode und mit der Methode, das ist alles eine Symptomarbeit und arbeitet nicht an der Ursache. Denn wir haben als Hauptergebnis dieser Studie über 1906 Patienten kam dabei heraus, dass 90,2% aller Patienten einen Beckenschiefstand hatten. Und 90%? 90,2%, ja. Oh. Und wenn man jetzt mal die Physik, und mein Hobby ist Physik, wenn man jetzt die Physik nimmt und sagt, ich stelle das Becken schief und dann gibt es so gut wie keinen Muskel mehr, also keinen tragenden Muskel mehr im Körper, der noch in seiner Normalposition ist. Das heißt, wenn wir jetzt das Becken schief haben, kriegen wir jetzt zum Beispiel auf die lange Seite, kippt ja der Oberkörper wieder zurück, damit die Augen und das Kleine in die Mitte kommen. Und das wiederum bewirkt, dass wir zum Beispiel bei dem Quadratus lumborum, bei dem quadratischen Lendenmuskel auf der einen Seite kurz werden, auf der anderen Seite lang. Jetzt kommen die Wirbelsäule gleich dagegen und so verschieben wir die ganze normale, gleichmäßige Muskulatur immer in auf einer Seite zu kurz, auf der anderen Seite zu lang. Dann geht es nach oben, geht es wieder in die andere Richtung. Und so tut sich praktisch die komplette Muskulatur, die wir haben, ich sage jetzt mal Daumengelenk, ist jetzt kein Thema, aber wenn ich jetzt Schulter, da sind wir schon wieder mittendrin, weil wenn ich jetzt, ich mache Ihnen das mal vor, ich hänge mich jetzt mal ganz bewusst überdimensional schief hin und dann geht der Kopf immer in die Richtung. So, dadurch ist die ganze Nacken- und Kopfmuskulatur in der Grundstruktur der Spannung komplett ungleich. So, und wenn ich jetzt hergehe und arbeite hier oben und mache eben noch nichts am Beckenschiefstand, und dann mache ich hier eine reine Symptomarbeit. Und das ist natürlich so ein Thema, wo ich momentan mich so wundere, dass da ganz viele Leute über Internet, über Facebook oder wie auch immer oder über YouTube sich ganz einfach darstellen und am Ende machen sie nichts anderes wie eine Symptomarbeit. Und das habe ich so auf meine Fahnen geschrieben, mal hier ganz klar mal Position zu beziehen. Und das habe ich dann gemacht in meinen Büchern, die ich geschrieben habe. Ne? Also gehen Sie nicht konform mit den Kollegen, die dann den Absatz erhöhen? Ja, mit denen gehe ich konform, aber nur bei 4% der Fälle. Weil bei 4% der Fälle haben wir praktisch anatomische Beinlängendifferenzen. Und nur dort kommt dieser Faktor zum Tragen. Nur dort. Okay, ja. Also nicht standardmäßig, sondern erstmal die Funktion überprüfen und dann in die Situation stellen. Ja, es ist,
Also ich bilde ja in der Zwischenzeit eben auch jetzt seit 20 Jahren aus. Okay. Und da kommen ja auch Orthopäden und da kommen Leute, die kommen frisch von der Uni, 12 Semester Facharztstudium. Und wenn ich denen dann zeige, wie man ein Becken gerade stellt, wie man welchen Einfluss zum Beispiel nur ein Knie hat. Also wenn Sie jetzt hergehen und sagen, Sie haben einen Kniekehlenmuskel, den Popliteus, der ist zu kurz und dann, damit können Sie dieses Knie nicht mehr richtig strecken. Und dadurch haben Sie zum Verhältnis auf der anderen Seite einen Beckenschiefstand, weil das Knie mehr gebeugt wird. Dadurch hat man physiologisch wieder ein kürzeres Bein, dadurch, dass es nicht mehr richtig gestreckt werden kann. Und schon habe ich einen Beckenschiefstand. Und das wissen die gar nicht. Die gehen immer her, machen immer nur Schuherhöhung, Schuherhöhung, Schuherhöhung. Die wissen nicht, dass es einen, wir nennen es den Unterschied zwischen anatomisch und wir nennen es den funktionellen Beckenschiefstand. Und dieser funktionelle Beckenschiefstand entsteht durch eine Rotation. Wenn man jetzt zum Beispiel vom Becken eine einseitige Rotation, also wenn jetzt jemand zum Beispiel beim Schlittschuhlaufen ausrutscht und fällt einseitig auf einen Sitzbeinhöcker drauf, was in der Regel so ist, und dann verdreht man dieses Becken je nach Fallrichtung, Winkel, entweder das Os Coxae, also die Hüftseite nach vorne oder nach hinten. Wird es nach vorne verdreht, entsteht ein längeres Bein. Wird es nach hinten verdreht, entsteht ein kürzeres Bein. Und schon habe ich einen funktionellen Beckenschiefstand. Die wissen nicht von der Schulmedizin, ich möchte ihre Gattung da nicht zu nahe treten, die wissen es nicht, dass es überhaupt einen funktionellen Beckenschiefstand gibt. Und die, wenn die fragen würden, die bei mir waren, müssen sie eigentlich nur bei mir auf die Homepage gehen und da gibt es viele Referenzen und dann schreiben die genau das, was ich ihnen hier sage. Die sagen aber nämlich... Was ich nicht kapiere, ist, wir haben doch zwei Beine, die eigentlich gleich lang sind. Wir haben auch die Muskeln, die alle gleich lang sind. Ja. Warum habe ich plötzlich einen verkürzten Muskel? Wo kommt das her? Ja, die verkürzten Muskel, es gibt wieder ein physikalisches Gesetz. Wenn ein Muskel, wenn Ansatz und Ursprung eines Muskels aufeinander zubewegt werden und er wird nicht benutzt, dann verkürzt er immer. Da gibt es keinen einzigen, das ist ein physikalisches Gesetz, da gibt es keinen einzigen Muskel, der verlängert. So, ich gehe jetzt mal her, ich mache Ihnen das jetzt mal hier mit dem Bizeps vor. Ne? So, also ich habe einen Bizeps, der kommt hier vom Unterarm und der geht hier oben einmal an den Coracoideus und geht einmal oben ans Acromium. So, und wenn ich jetzt hergehe und laufe immer so herum, dann macht der Bizeps automatisch kurz. Automatisch. Okay. So, und wenn ich jetzt hergehe und betrachte mir unser Thema Gesundheit insgesamt, was Orthopädie angeht, und schaue mal, wie viele Leute sitzen. So, wenn man jetzt viel sitzt, dann noch auf der Seite schläft, das heißt, in der Seitlage zieht man die Beine ein bisschen an, dadurch wird die Kniekehle im Endeffekt angenähert, wird der Psoas, also der tiefe Beckenmuskel, angenähert und schon habe ich zwei Strukturen, die sich automatisch verkürzen. So, und wenn ich habe mal eben eine Studie gemacht, das ist total interessant gewesen. Wir haben mal geguckt, wie viele Stunden ein Mensch, der wirklich einen Schreibtisch, eine Schreibtischtätigkeit hat, wie viele Stunden der sitzt. Und da kommen sie ganz locker auf 20 Stunden. So. Weil man sitzt beim Frühstück, man sitzt bei der Fahrt zur Arbeit, sitzt bei der Arbeit, sitzt beim Mittagessen, sitzt beim Abendessen, fahrt zurück, sitzt dann abends noch vorm Fenster oder sitzt abends noch und dann legt man sich auf die Seite ins Bett und dann sind ganz schnell 20 Stunden beieinander. So, und wenn man das jetzt betrachtet, dann haben wir erstmal eine beidseitige Verkürzung. Denn wenn ich jetzt mich hinsetze, da wird der Psoas auf beiden Seiten verkürzt. Der Kniekehlenmuskel auf beiden Seiten verkürzt. So, damit kriege ich automatisch einen Zustand, der in Richtung Arthrose geht. Denn immer wenn ein Muskel verkürzt, der über ein Gelenk zieht, haben wir die Situation, dass dieses Gelenk, der Gelenkspalt, immer kleiner wird, die Synovialflüssigkeit sich immer mehr in die Kapsel verdrängt, aber die Schmierung im Gelenkspalt nicht mehr richtig stattfindet.
So, das heißt, ich kriege da eine höhere Reibung, kriege eine höhere Abnutzung und kriege dann irgendwann mittelfristig, kriege ich dann auf einmal eine Arthrose. So. Und wenn ich jetzt hergehe und spritze Hyaluron oder wie auch immer und habe an dieser Struktur nichts geändert, ne, dann kann ich hergehen. Das ist alles nur Sisyphusarbeit. Wir jagen hier den Mr. Sisyphus. Ja, ja gut, das ist also der klassische medizinische Irrtum oder Fehlhaltung, die wir ja in vielen anderen Fällen auch haben. Wir schrauben am Symptom herum. Ja, aber wir schauen genau nicht auf die Ursache und beseitigen die Ursache nicht. Genau so ist es, genau so ist es. Okay. Ja, das ist natürlich dann ein Riesenproblem. Und da müssen wir schauen, dass wir dieses systematisch, dieses Wissen weitergeben. Und genau damit haben Sie ja begonnen. Ja, ich habe ja diese, Sie haben vorhin die orthopädische Hausapotheke angesprochen. Ich habe ja auch noch den Atlas der Hauptschmerztherapie geschrieben, die in der Verbindung praktisch die Lösung bringen. Denn mit der orthopädischen Hausapotheke, da ist ein ganz großer Schwerpunkt eben Beckenschiefstand. Wie kann ich an mir selber einen Beckenschiefstand feststellen? Welchen Einfluss habe ich selbst, um einen Beckenschiefstand zu verändern? Und so, ne? Damit man, ich möchte den Patienten ganz einfach wieder mehr in die Pflicht bringen und nicht sagen, ich lege mich jetzt hier hin, mach mal so. Ne? Also derjenige, der zu mir kommt, der kommt mit dieser Mach-mal-Situation überhaupt nicht weit, weil dann frage ich zum, ich mache, ich empfehle, ich kläre auf, zeige dem Patienten die Lösung, aber machen muss der Patient. Ja. Und das funktioniert auch ganz gut. Ich meine, ich mache das, wie gesagt, jetzt schon 30 Jahre fast. Und wenn ich dann sehe, die Leute, die zu mir kommen, und ich habe noch keinen einzigen Cent für Werbung ausgegeben. Das heißt, meine Patienten, die kommen aus der ganzen Welt, das spricht sich rum. Und es ist verrückt, die wissen alle, dass sie Hausaufgaben machen müssen. Da muss ich gar nichts mehr sagen. Und das ist eben der Vorteil, wenn man, sagen wir mal, ein gewisses Erfahrungspotenzial hat, wo man mit Fakten, ne, und empirischem Wissen ganz einfach toll arbeiten kann. Ja gut, also ich meine, solch eine Datenbank, die ja nun auch dann noch penibel aufgebaut ist und systematisch ausgewertet worden ist, ist natürlich wirklich ein Schatz. Anders kann man das ja nicht berechnen. Und wenn das dann noch in sich so konsistent ist, dass man also wirklich, ich will nicht sagen, auf den Knopf drücken kann, aber man macht ja als Arzt, hat man immer ja auch eine persönliche Diagnose aufgrund des Eindrucks. Und wenn man dann in die Datenbank rein kann und das bestätigt bekommt, was man dort als Eindruck hat, oder den Hinweis bekommt, dass man vielleicht an einer anderen Stelle nochmal gucken kann und dann sieht, dass der Patient wirklich in einer anderen Weise verändert ist, ist das natürlich eine tolle Geschichte. Ja, es geht ja bei dieser Betrachtung eben auch nicht nur um Patienten, sondern es geht ja unterm Strich auch eben um Ärzte und Therapeuten, die zu mir zur Fortbildung kommen. Denn das Interessante bei der Datenbank, bei der Auswertung, jetzt dürfen Sie sich, Sie sitzen gut, ja? Ich komme jetzt mit einer Aussage. Diese Aussage, die hat es in sich. Ich habe mit 8 Muskeln 70% aller orthopädischen Probleme beseitigt. 8 Muskeln, 70%. Ja, 70%. Das ist das Ergebnis dieser Datenbank. Und bei dieser Auswertung kam etwas ans Licht. Oder, ja, wie soll ich sagen, zu Tage, wo man gar nicht denkt. Und zwar die Muskeln, die wir, mit denen wir 70 oder mit der ich 70% der Patienten behandelt habe, die sind alle kurz. Okay. Die sind alle kurz. Also wenn ich mir jetzt so pauschal sage, den Popliteus, Kniekehlenmuskel, 12 cm, Pectineus, Piriformis, Quadratus lumborum, pterygoideus, ne, und so. Ne. Das sind alle Sachen, die ganz einfach, das ist verrückt, das ist echt verrückt. Mit welcher Eindeutigkeit, also wenn zu mir ein Patient mit Knieproblemen kommt und jetzt kommt noch wieder eine Zahl, der Popliteus ist bei allen Knieproblemen, also nicht allen, aber bei 99% der Knieprobleme der Hauptaggressor. So, und da kann ich jetzt eben spritzen, was ich will. Wenn dieser Muskel nicht verändert wird, verändert sich der Gelenkspalt nicht. Ne? Und damit verändert sich auch nicht das Krankheitsbild. Es wird zwar mal kurzzeitig besser, weil man eben mit dem Mittel irgendwo ein bisschen betäubt. Und das war's.
Denn der Popliteus, der hat etwas, wo die meisten überhaupt nicht bewusst wahrnehmen. Der Muskel zieht hinten in der Kniekehle schräg übers Kniegelenk. Der geht also vom lateralen Condylus, so in diesem Bereich vom Oberschenkel, zieht er rüber und geht aufs Tibia-Plateau. Und von der Seite her zieht er schräg. Und wenn der zu kurz wird, da ist ganz einfach das Meniskusproblem vorprogrammiert. Das ist so, weil man, wenn man sich das Gelenk mal, das Kniegelenk mal anschaut, da sieht man, wie verrückt es ist, da nicht hinzudenken. Ja. Und das ist heißt, halt. Ja. Das heißt, seit einigen Jahren grassiert ja ein Zitat oder ein Sprichwort, das heißt, das Sitzen ist das moderne Rauchen. Ja. Weil es wegen stoffwechselmäßig ist. Ja. Aber offensichtlich ist das ja noch einmal dann ein absolutes katastrophales Problem in Richtung Orthopädie und Muskulatur und Gelenke. Ja, ja. Würden Sie auch sagen, dass das Sitzen zu, ich weiß nicht, wie viel Prozent Schuld an diesen ganzen Problemen ist? Ja, das Sitzen hat mit Sicherheit seinen Anteil. Nur, ich sage das allergrößten Anteil hat der Beckenschiefstand. Weil wenn wir jetzt mal hergehen und schauen uns mal die Möglichkeiten an, wie ein zu kurzer Muskel entstehen kann. Das kann zum Beispiel durch eine einseitige Position geschehen. Ja? Sitzen zum Beispiel. Das kann aber bei 90,2% der Menschen, und das kann nicht, sondern das wird, bei 90,2% der Menschen, wird es einen großen Anteil haben praktisch an verkürzten Muskeln, die im Körper stattfinden, allein dadurch, dass das Becken schief steht. Das Fundament vom Haus stimmt nicht, okay. So ungefähr. Das ist bei 90,2%. Das kann auch irgendwelche anderen Einflüsse haben, praktisch so ein Beckenschiefstand, wenn man jetzt eben mal anschaut. Also ich nehme jetzt mal so Kinderkrankheiten, ein Morbus Pertes oder eine Hüftdysplasie, die können einen Beckenschiefstand auslösen. Das kann aber auch nur ein ganz normales Knie sein. Das kann aber auch nur ein rotiertes Becken sein. Und so gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten, die zeige ich ganz einfach bei mir in meinen Büchern, zeige ich die auf. Und bei dem Atlas der Hauptschmerztherapie habe ich das sogar so gemacht. Das ist was ganz Verrücktes, ist mir da eingefallen. Das ist, ja, wenn man hergeht, und kriegt Bewegungen vorgegeben, ne? Und wenn man die nicht kann und diese Bewegung einen Schmerz verstärkt oder erzeugt, wenn das der Fall ist, ja. Das ist bei den allermeisten Fällen der Fall, dann bekomme ich eine Situation, da kriegt man genau gesagt, geh auf den Muskel, drück da und da, und dann kann man genau sehen, was man machen muss. Es ist praktisch eine Bedienungsanleitung für sauberes, schnelles und erfolgreiches Therapieren. Ne? Ja, das heißt, Sie haben also ein Diagnoseschema entwickelt, was in sich konsistent ist und automatisch dann zu dem Therapieansatz führt. Zur Therapie führt, genauso ist es, ja. Genauso ist es. Und es wird auch total gut gekauft. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da... Das ist eine Schwarte, ne? So DIN A4... So dick, wiegt 3 Kilo. Und da habe ich noch so eine Besonderheit drinnen. Da habe ich meine Druckerei vor ziemliches chaotisches Denken geführt, weil ich zu denen gesagt habe, ich möchte einen Altarfalz einführen in diesem Buch. Und Altarfalz ist, wenn man das Buch aufschlägt, hat man ja 2 Seiten normalerweise. Und bei dem Altarfalz kann man die rechte und die linke Seite jeweils nochmal aufschlagen. Und da haben wir 4 Seiten. Da weiß man also, kriegt man beschrieben, wie man das Buch oder wie man einen Muskel sucht, wie man ihn dehnen kann, alle Informationen zum Muskel, also Innervation, Ansatz, Ursprung und so weiter. Und dann, wie man den Punkt auch behandelt für den ansatznahen Bereich und für den ursprungsnahen Bereich. Und diese ganze Geschichte, die war sehr zeitaufwendig für mich, aber da habe ich das so wirklich, das ist Therapie auf den Punkt gebracht. Also die Leute, die, und es sind schon wirklich viele Leute, die sich diesen Atlas gekauft haben, die sagen, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne dieses Wissen, was habe ich denn früher gemacht?
Ja. überhaupt therapeutisch, ne? Wenn man das so ganz einfach fundiert, ja. Ja. Das ist aber die Anleitung, nicht aber, sondern das ist die Anleitung für die Therapeuten. Das ist die Anlage für die Therapeuten, ja. Und wie haben Sie das jetzt übersetzt, dass auch ein Laie, da noch einen Benefit von haben kann? Ja, in der orthopädischen Hausapotheke habe ich das in einem einfacheren Vorgehen eingepackt. Und das Okay. einfache Vorgehen richtet sich auch wieder an der Bewegung. Das heißt, wenn ein Patient jetzt hergeht und schaut sich jetzt zum Beispiel Kniegelenk an, dann bekommt er die Bewegungen gezeigt, die ein Kniegelenk machen können sollte. Und Okay. wenn er eine Bewegung nicht kann, dann steht unten drunter, wenn du die Bewegung nicht kannst, mach auf der und der Seite die Übung dazu. So und so kann der Patient hergehen und kann praktisch erst mal gucken, mit der Übung, dass er praktisch dieses Problem wegbekommt. Er kriegt in diesem Buch auch detaillierte Informationen, wie er an sich selber einen Beckenschiefstand feststellen kann. Man muss aber auch noch dazu sagen, das Beseitigen eines Beckenschiefstands, das ist eigentlich nicht, das ist zwingend vorgegeben, sondern das ist unabdingbar, dass man da jemanden braucht, der diese ganze Austesterei genau beherrscht. Und wir haben ja über 7.500 Therapeuten im deutschsprachigen Raum ausgebildet. 7.500 500, aus. ja, so ist es. Und diese Leute, die sind zwar jetzt nicht alle, sagen wir mal jetzt die ganz Aktiven, aber wir haben einen Therapeutenverband und da sind ja, 450 Leute drinnen. Und das ist ja auch eine gute Zahl, so für, wenn man einen Therapeuten sucht. Und diese Therapeuten wissen, wie man genau nach der HOC-Methode, so heißt das, was ich da entwickelt habe, wie man danach praktisch einen Beckenschiefstand feststellt und wie man denn auch diesen Beckenschiefstand beseitigen kann, dass er beseitigt bleibt. Ja. Da habe Und ich übrigens, ja, bitte. ja, haben Sie da ein Verzeichnis auf Ihrer Webseite? Das ist auf unserer Webseite, da gleich auf der ersten Seite bei gbzk.de sieht man oben, sieht man vier Bereiche und da ist einer, steht Therapeutenverband drauf, dann klickt man den an, dann gibt man eine Postleitzahl ein von bis und dann bekommt man diese Leute gezeigt, erstmal nur in einem Einzeiler und den kann man dann wieder, wenn man sagt, oh ja, der ist da bei mir in der Nähe, dann kann man den anklicken, dann kann man dann detaillierte Informationen über die Praxis bekommen. Wie schaut das denn dann aus? Man wird ja nicht immer gleich einen um die Ecke rum haben. Wenn man dann vielleicht auch mal 20, 30 Kilometer fährt, der Therapeut untersucht einen, gibt einem dann einen Plan und dann kann man selber arbeiten. Natürlich, ja. Das ist ja mein Konzept. Wir haben im letzten Jahr vom Januar bis Ende Juni über 6 Monate mal geguckt, wie häufig kommen Leute, Patienten zu mir mit dem Problem, mit dem sie am Anfang gekommen sind. So. Und das waren ganze 2,2 Behandlungen. Oh Ja. ja, Ja. den Rest haben die alleine gemacht. Und das Restliche machen die alleine. Und das ist das, was ich schon eingangs erwähnt habe. Ich erwarte natürlich auch, dass der Patient mitmacht. Und ich sage auch ganz ehrlich, das kommt ab und zu mal vor, wo Leute sagen, nee, mit Hausaufgaben habe ich es gar nicht. Das interessiert mich auch gar nicht. Und dann sage ich dem, dann ist das Geld, was Sie hier ausgeben, im Endeffekt rausgeworfen, weil bin ich zufrieden, weil ich möchte einen Erfolg sehen. Und sie wollen keine Übung machen und wollen gar nicht gesund werden. So, und somit lösen wir die ganze Geschichte auf. Also Wenn das Sie ist so dann in drei, Ihre, vier Mal ja. vorgekommen, ja. Wenn Sie dann in Ihre Datenbank gucken, dann kommen Sie auf 99,9% Erfolg. Ja, 99% Verbesserung, sagen wir es mal Verbesserung, so. ja. Verbesserung, ja. Also wenn jemand mit dem Morbus Perthes oder mit der Hüftdysplasie kommt, da wäre das vermessen zu sagen, ich löse das Problem. Sondern da wird man mittelfristig eben auch die Schulmedizin praktisch bemühen müssen, die dann hilft und ganz einfach da irgendwie ein neues Gelenk einbaut. Das muss man ganz klar auch so sehen. Und wenn es Kniegelenk einen Grad 4 hat von dem Zustand, da werde ich auch nicht mehr das große Ergebnis bekommen.
Das heißt, je früher ein Patient anfängt und motiviert ist, was zu machen, und der hat dann wirklich ja, ideale Voraussetzungen. Und das, was ich da jetzt sage, ich habe da das am eigenen Leibe erfahren dürfen. Ich habe 28 Jahre Handball gespielt. Okay. Und das Handballspiel sah damals so aus, ich habe noch Großfeldhandball gespielt. Und das Handballspiel sah so aus, Wurfkraft, Sprungkraft, bis zum Erbrechen, so ungefähr. Das war das Training. Ne, so. Ja. Und dann mit 38 war das so, dass ich mich fast nicht mehr bewegen konnte. Und da wollte man mir in der Uniklinik in Würzburg, im also gehört zur Uniklinik Würzburg, und die wollten mir aus dem Oberschenkelhals, wollten die mir rechts und links hintereinander dann zwei Keile rausschneiden, okay. Weil die gemeint haben, ich hätte so eine Coxa valga, also so eine Steilstellung im Endeffekt vom Hüftkopf. Und zum Glück hat mein Hausarzt gesagt, ich habe einen Freund in Homburg an der Saar, den Professor Mittermeier, und da fährst du hin, lässt es machen, weil da weiß ich, das wird richtig gemacht. Und dann bin ich dahin und dann hat er mich untersucht. Ich hatte meine Röntgenbilder, alles dabei. Die hat er in die Ecke geschmissen und hat gesagt, mein Bub, ne, ich damals eben 38 und er so 65, sagt er, mein Bub, du hast nichts an der Hüfte, du hast nichts an der Wirbelsäule, du bist nur zu steif, hat er gesagt. Ich war 14 Tage bei dem in der Klinik und habe 14 Tage, die haben schon brutale Methoden gehabt. Da ging es also so an der Reckstange hängen mit hinten mit der Wasserkanone, die Wirbelsäule rauf und runter, kalt, heiß, kalt, heiß, kalt, heiß und so. Also das war schon heftig, aber nach 14 Tagen habe ich keine Kreuzschmerzen mehr gehabt. Und ich habe da die Wertigkeit des Dehnens erfahren dürfen. Und diese Wertigkeit des Dehnens, die hat sich durch mein therapeutisches, durch mein Arbeiten als Heilpraktiker komplett hindurchgezogen. Und das war die Hauptessenz, wenn man sich das überlegt. Und das habe ich selber praktiziert. Und wenn ich Ihnen jetzt mal zeige, wo meine Schultern überall hinkommen und als Handballspieler rechts, ich konnte am Anfang konnte ich noch so machen und so. Das war noch meine Bewegung als Handballspieler. So, und wenn ich jetzt sehe, wo ich jetzt stehe, und dann, also ich bin total zufrieden damit. Ne? Okay, das heißt, Sie waren oder sind schon auf dem Faszientrip gewesen, lange bevor der Faszien-Hype eingesetzt hat. Ja, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass der Faszientrip im Endeffekt der unnötigste Trip ist. Der unnötigste als Therapeut oder auch jetzt zum Beispiel auch die Faszienrolle. Weil essen Sie mal, wenn man richtig sauber dehnt, hat man die Faszien vom ganzen Muskel in der Dehnung drin. Wenn ich jetzt eine Faszienrolle drunter lege, kriegen Sie eine Situation, dass die Oberfläche des Muskels nach den Vorstellungen der Faszienrolle behandelt wird und die Rückseite des Muskels drückt man immer gegen einen Knochen. Ja. So, und damit gibt es Mikroverletzungen praktisch vom Muskel. Und dafür bezahlt man dann noch für so eine Rolle 30, 40 Euro. Ne? So, da frage ich mich, wer ist sowas? Also ich meine, das ist ein tolles Marketing, ne? Wenn man sich überlegt. Ja, also die verdienen sich dumm und dämlich, ne? So, aber bringen für den Muskel, bringt es im Endeffekt, wie sagen wir mal, im Verhältnis jetzt zum Dehnen vielleicht 30-40%. Also wenn ich den Muskel, den verkürzten Muskel gezielt mit Ihren Maßnahmen dehne, kann ich auf diese Weise auch die Schmerzhaftigkeit, die diese Muskel ja häufig haben, beseitigen. Natürlich, absolut, ja. Und gibt es ein Grundprinzip für dieses Dehnen? Ist das die normale Bewegung, die ich dann ausführe oder muss ich da noch was anderes beachten? Ja, es gibt natürlich gewisse Sachen, die man beachten sollte. Und da komme ich wieder zu den glücklichen Umständen, die ich in meinem Leben hatte als Therapeut. Ich habe einen Schüler gehabt, der war in einer Uniklinik in Göttingen und die machen dort am lebenden Menschen biochemische Abläufe des Dehnens. Die Wirkung, was passiert biochemisch, wenn man einen Muskel dehnt? Und ich muss es jetzt halt aus der Biochemie in Worte übersetzen, aber wenn man jetzt in eine Dehnung hineingeht,
gibt es zuerst die Information, hallo, ich drohe zu reisen. Okay. Das ist die erste Information. Dann kriegt das Stammhirn, vom Stammhirn kommt praktisch die Rückmeldung an die umliegenden Muskel, alles anspannen, damit ihr den Muskel schützt. So, in dem Moment bin ich in einer Kräftigungsphase. In dem Moment. Und es hat bei allen Untersuchungen, die in Göttingen gemacht haben, zwischen 15 und 18 Sekunden gedauert, bis das Stammhirn erkannt hat, es reißt nichts und dann beginnt erst das Dehnen. Das heißt, das ist der erste Schritt, die erste wichtige Säule vom Dehnen. Das heißt, wir müssen mindestens 40 Sekunden dehnen, damit man unterm Strich immer einen Dehnungsüberschuss hat. Denn wenn ich jetzt 18 Sekunden hätte, wo der Körper erstmal meint, er müsste stabilisieren und fängt dann erst an zu dehnen und dann habe ich nur 30 Sekunden gedehnt, habe ich 18 Sekunden gekräftigt und 12 Sekunden gedehnt. Das heißt, kein Dehnungsüberschuss. So, und wenn ich aber jetzt hergehe, sage 40 Sekunden, dann bin ich immer im Dehnungsüberschuss drinnen. So, das ist der erste Schritt. Der zweite, beim Dehnen darf kein Schmerz entstehen. Beim Dehnen darf eine Spannung spürbar sein, aber kein Au. Das ist wichtig. Das ist absolut wichtig. Da lehne ich mich an einen Kollegen von Ihnen, den Bruce Lipton. Ich weiß nicht, ob Sie den Professor Bruce Lipton schon mal kennengelernt haben. Der sagt, alles, was wir dem Körper als Schmerz zufügen, bringt ihn von der Lösung weg. Das heißt also, wir lehnen uns, weil wenn wir jetzt in einem Schmerz dehnen und wir gehen das nächste Mal wieder in diese Position zum Dehnen, dann sagt der Körper, jetzt fängt er schon wieder an, wo es weh tut. Und was macht er da? Anspannen. Okay. So. Das heißt also, wir nutzen nicht die Möglichkeiten, die wir vom Körper her haben. Das ist die zweite Säule. Das heißt, wenn wir dehnen, kein Schmerz, sondern nur eine gut verträgliche Spannung. Und die dritte Säule heißt, da komme ich wieder auf meinen Schüler zurück von der Uni Göttingen, während der Phase des Dehnens darf ich keine Bewegung durchführen. Das heißt, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, in einer Dehnung drinnen bin und früher ist man ja hergegangen und hat noch nachgedrückt, ne, so, ja. Und in dem Moment tut man immer diesen Ablauf von 15, 18 Sekunden immer von vorne wieder beginnen. Das heißt, wenn ich das mache, mache ich überhaupt kein Dehnen, sondern nur Kräftigen. Okay, das heißt aber, dass ich sehr langsam anfangen muss und dann über längere Zeit langsam steigern. Man fängt in einer Dehnungsphase, das heißt 40 Sekunden, gehe ich in eine Position, die ich gut ertragen kann, also wo kein Au vorhanden ist. Ja. Und das mache ich so, das empfehle ich meinen Leuten, mach das mal so 3-4 Tage, lieber Patient, und dann schau dir mal an, was dein Körper dazu sagt. Und dann sagen die in der Regel, ich konnte jeden Tag ein ganz kleines bisschen weitergehen. So, das heißt, der Schmerz oder die Spannung, ne, die Spannung bleibt immer gleich, aber die Bewegungsamplitude wird immer größer. So, und da komme ich jetzt wieder zu meiner orthopädischen Hausapotheke. Ne? Da wird ja die Bewegung vorgemacht von einer Frau, die das kann. Und die macht die vor und wenn ich dann dort angekommen bin, dann weiß ich, da ist jetzt Schluss. Jetzt kann ich mich einem nächsten Muskel widmen. Und ich, aus meiner Erfahrung, ich habe mir im Keller einen wunderschönen Gymnastikraum eingerichtet und da liegen meine Matten, meine Keile und alles, was ich da so brauche zum Dehnen. Und ich brauche im Endeffekt, sagen wir mal, so jede Woche eine Stunde, um das, wo ich meine, da könnte ich noch ein bisschen besser werden, das brauche ich eine Stunde, um das zu bekommen, dieses Besserwerden. Aber es ist nicht so, dass ich dann mein ganzes Leben lang dehnen muss. Denn wenn man etwas erreichen will, da braucht man Zeit. Aber etwas verwalten, das braucht bei weitem nicht mehr die Zeit, die man zum Erreichen von einem Ziel praktisch aufwenden muss.
Aber dann heißt es doch auch wieder, das ist das, was ja den modernen Menschen in der Regel gar nicht schmeckt, weil wir ja gelehrt bekommen haben, hast ein Problem, gehst zum Doktor, der spritzt, was ist erledigt. Ja. Er muss Zeit für sich haben. Er muss sich Zeit nehmen, um sein eigenes Fahrwerk entsprechend zu pflegen. Natürlich braucht er Zeit. Aber die Zeit, etwas zu erreichen, ich sage mal, das wird in der Regel nie mehr wie eine halbe Stunde sein am Tag. Okay. Also mehr ist es nicht. Weil bei mir bekommen die Leute maximal 3 Übungen und die ziehen die dann im Endeffekt mit der Zeit halt immer durch und machen die 3. Und wenn das gut ist, dann kriegen sie wieder, wenn noch irgendwo was gemacht werden muss, kriegen sie dann nochmal 3 oder so, ne? Also ich gehe nie her und gebe einem 7, 8 Übungen, weil der macht das 3, 4 Tage und dann sagt er so ein Blödsinn und hört auf. Ja. Das heißt also, von den 4 Stunden, die die Bevölkerung im Schnitt vom Fernseher sitzt, sollte sie eine halbe Stunde nehmen, um ihre verkürzten Muskeln auszugleichen. Genau so ist es. Das wäre das Optimale. Ich habe noch ganz andere, eine Eselsbrücke für die Patienten oder eine Metapher, kann man auch sagen. Ich stelle immer die Frage, weshalb putzen Sie, lieber Patient, Ihre Zähne? Ne? Hm? Weshalb putzt man Zähne? Und da sagen die meisten, ja, ich will ganz einfach keine Karies bekommen. So. Und dann sage ich, ja, und wieso geht man dann nicht her, wenn man weiß, ich sitze viel, ich schlafe auf der Seite und dann kann ich da auch hergehen, kann 2 Muskeln am Tag mal jede 5 Minuten dehnen und dann ist das Problem weg. Ne? Ja. So einfach ist es ja. Denn wenn man jetzt hergeht und sagt, da sieht man diese ganzen Diskussionen über die Positionen vom Schlafen, da darf man überhaupt nicht hin und da darf man auch nicht hin. Wenn man das alles verfolgt, dann darf man auch nicht hergehen und darf sagen, man oder muss man auch das Sitzen verbieten. Wenn man nicht auf der Seite schlafen darf, dann muss man den Patienten sagen, dann dürfen sie auch nicht sitzen. Also sie müssen im Stehen frühstücken oder wie Sie, Sie haben ja ein Stehpult, ne, so. Ja. Und ja, natürlich, das ist ja auch meine Empfehlung. Ich meine, wenn man weiß, man sitzt viel, muss man gucken, dass man daraus eine Änderung bewirkt. Ja. Also was für mich doch sehr eindrucksvoll ist, ich schlafe also auch oder habe immer mit eingezogenen Beinen geschlafen. Das war für mich die embryonale Haltung. Ja, das war ja. die naturgegebene Haltung. Und von daher war das eben für mich, habe ich mich wohlgefühlt, super, super. Mhm. Nur, wenn ich dann irgendwann mal runtergelangt habe in an meine Wade, dann bin ich hochgegangen wie Katakalo, weil ich eben auch die verkürzten Muskeln hatte. Ja. Das ist oft auch beim Fahrradfahren ein Problem, habe ich gelernt, dass beim Fahrradfahren gewisse Muskeln eben nicht gedehnt werden, sondern verkürzen. Und dann habe ich, obwohl ich guten Sport betreibe, habe ich dann Beschwerden in meinen Beinen. Ja, man kann ja, Sport ist ja auf der einen Seite gut, aber wenn man nur Sport betreibt und nicht dehnt, geht man immer in die Verkürzung, immer. Ja. Und ich kann, also wie gesagt, ich habe 28 Jahre Handball gespielt, ich habe an die 30 Viertausender in den Alpen begangen und habe ganz einfach viel, viel große Radtouren gemacht, wo ich eben auch mehrere tausend Kilometer gefahren bin. Und das war alles zu einer Zeit, wo ich eben auch Handball gespielt habe. Also ich weiß, von was ich rede. Und in der Zwischenzeit, wenn ich meinen Sport gemacht habe und dann mache ich da meine 10 Minuten Dehnung danach und da ist die Sache in Ordnung. Okay. Würden Sie sagen, dass Sie bestimmte Dehnübungen für bestimmte Sportarten empfehlen können? Ja, natürlich, natürlich. Es kommt ja, es nützt ja nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel laufe oder ich fahre Fahrrad und ich mache dann, gehe jetzt her und nur die Schultermuskulatur dehne. Ne? So, ja. Ich meine, die dehne ich natürlich immer noch, aber der Schwerpunkt beim Radfahren oder so, der liegt an der Beinmuskulatur. Ne? Oder wenn ich weiß, dass ich auf der Seite gerne schlafe und dann wird der hintere Kniekehlenmuskel und der Psoas gedehnt. Das sind Grundprinzipien, die da zum Tragen kommen. Da kommt wieder die Datenbank ins Spiel, ne? Weil die Datenbank, die lügt nicht. Ja. Obwohl, was das Fahrradfahren angeht, ich bin also auch gerne mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, bin auch in Dienst gefahren teilweise. Und dann ist mir später klar geworden, dass zwar das Problem auch in dem Beinbereich ist,
Nur ich habe es auch im Schulterbereich. Ich habe den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen, Computer gesessen und beim Fahrradfahren noch einmal so gesessen. Das heißt, ich habe eine extreme Verkürzung in meiner gesamten Schultermuskulatur hier. Ja, aber das Problem Schulter ist nur sekundär. Das Primäre ist, dass die ventrale Kette nicht passt. Das heißt, wenn Sie sich so nach vorne beugen, hinsetzen, dann ist die gerade Bauchmuskulatur, die schräge Bauchmuskulatur und die Brustmuskulatur, die in den Oberarm hineinzieht, die verkürzt. Und das ist praktisch der Hintergrund, dass wir im Endeffekt diese Position, wo wir ganz einfach in Rückenlage die Schulter und den Oberarm hinten ablegen können. Ne? Also nicht die Hand, weil die Hand hängt ja meistens so runter. Aber wenn wir den Oberarm ablegen können, dann haben Sie hier die ventrale Kette gelöst. Okay. Und so gibt es, das sind ja alles so einfache Sachen. Man weiß es nur nicht. Das ist das Thema. Ne? Ja, also das ist eine Fülle von Informationen. Und das wäre also für unsere Zuhörer jetzt, die eben keine Fachorthopäden oder Heilpraktiker sind, wäre also die Möglichkeit, über die Hausapotheke und Eigenstudium durchaus ein ganzes Stück weiterzukommen. So ist es, ja. Und wir sind ja unter AMM, bin ich ja in Kürze mit den Büchern vertreten, wo das auch dargestellt wird, wo auch über viele Filme ganz einfach nochmal im Detail darauf eingegangen wird. Und dann kann man auch über AMM selbst diese Bücher bestellen. Und das ist ein ganz normaler Ablauf. Also da wird auf jeden Fall das Wissen auch an Sie dann im Endeffekt oder an Ihre Organisation dann weitergegeben. Ne? Ja, und der Vorteil ist, das haben wir ja in anderen Bereichen auch gesehen, wenn wir den Endverbraucher, also den Patienten oder wenn er nicht krank ist, den Bürger aufklären und wenn er dann mit diesem Wissen bei seinem Therapeuten die Tür klopft, dann hat er manchmal Pech, dass er rausgeschmissen wird, aber manchmal findet er ja auch ein offenes Ohr, dass jemand sagt, oh, da kümmere ich mich mal drum und sich das dann auch reinzieht. Denn man kann ja lebenslang lernen. Selbst ich, grauer Esel, habe ja immer noch weiter gelernt. So ist und es. Solche Dinge, die auf einer so soliden Basis beruhen, nachvollziehbar sind, das, denke ich, ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es sei denn, Sie haben noch irgendeine Besonderheit, die Sie loswerden wollen, dann könnten Sie das noch jetzt tun. Eine ganz kleine, ein Zubrot noch für die Zuhörer vielleicht. Ja, gerne. Oder Zuschauer. Ich gehe momentan einer Frage nach, wie kommt es, dass wenn die Fußzehenmuskulatur, ne, also die Fußsohlenmuskulatur und die Wadenmuskulatur zu kurz ist, dass ich dann Schmerzen im Kreuz bekomme, wenn ich eine halbe Stunde gehe. So. Und da habe ich mir auch wieder die Physik mal wieder hergeholt und habe das mal angeschaut. In dem Moment, wo die Fußsohlenmuskulatur ein Abwinkeln der Zehen so ermöglicht, dass ich rund ablaufen kann, also rund abrollen kann, laufe ich immer aus dem Hüftgelenk, wofür das Hüftgelenk auch vorgesehen ist. Aber wenn ich das nicht kann, muss ich, um nach vorne zu kommen, den Fuß immer hochheben. Und das mache ich dann aus der Rückenmuskulatur, also speziell aus dem quadratischen Lendenmuskel, Quadratus lumborum. Und damit benutzen wir Muskulatur zum Gehen, die dafür überhaupt nicht vorgesehen ist. Und deshalb bekommt man, wenn man eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde geht, dann auf einmal Rückenschmerzen und kann sich das überhaupt nicht erklären. Zum Beispiel. Also das sind so Denkansätze, denen ich immer hinterher schaue und ganz einfach Lösungsansätze für mich und meine Patienten suche. Da fällt mir übrigens nochmal eine andere Story ein, publiziert worden vor Jahren schon im Ärzteblatt auch von einem, glaube ich, Heidelberger Anatom. Der hat geschrieben, dass wenn es solch einen verkürzten Muskel im Unterschenkel hat, das gibt ja dann eine Schmerzsensation, die nach oben geleitet wird. Und offensichtlich erfolgt die Umschaltung dieses Impulses im Beckenbereich auf die andere Seite. Und im Beckenbereich wird das umgeschaltet und dann
kommt es offensichtlich dort bei dieser Verschaltung zu einer Art Leckstrom. Das heißt also, eine Fehlinformation im Beckenbereich, dass etwas schmerzhaft ist. Das heißt also, der Ursprung sitzt im Unterschenkel, in der Wade, und man bekommt Beckenbeschwerden. Und das habe ich bei mir selber auch ausprobiert. Ich saß dann da, las das und lang mal darunter, habe das schmerzhaft gehabt, habe das Ding massiert und plötzlich waren meine Rückenschmerzen, meine Beckenschmerzen weg. Ja. Also noch einmal ein Beispiel, wie der, was Sie am Anfang schon gesagt haben, der Schmerzort ist gar nicht immer derjenige welcher, sondern der sitzt unter Umständen ganz woanders. Ja. Nicht unter Umständen, da widerspreche ich Ihnen, weil ich sage, ja, es ist so, es ist so. Ich kann sagen, wenn wir in einem Gelenk eine Entzündung drinnen haben, dann ist dort, wo es weh tut, die Entzündung da drinnen. So. Und dann ist es immer so. Aber wenn ich eine Bewegung betrachte, die zu einem Schmerz führt und oder einen Schmerz, einen vorhandenen Schmerz verstärkt, dann ist es nie. Ne, die Ursache, sondern immer das Symptom. Ja. Entschuldigung, das war jetzt falsch rum. Jetzt habe ich mich verplappert. Also immer, wenn eine Bewegung verschlechtert, dann bin ich automatisch dann an der Ursache und nie an einem Symptom. So ist es. Ja. Herr Rock, nochmal ganz herzlichen Dank. Das war eine wunderbare Lehrstunde. Und was wir mitnehmen können, noch einmal wieder, wenn wir uns informieren, Wissen ist Macht. Und das ist ja der Sinn und Zweck der Akademie auch. Und da bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie zu uns gestoßen sind, dass Sie dieses Wissen, dieses systematische Wissen, was Sie so toll aufbereitet haben, dass Sie uns zur Verfügung stellen, auch unseren Followern zur Verfügung stellen. Und demnächst wird dann die Truppe wieder ein wenig gesünder sein. Herzlichen Dank nochmal. Also, danke, danke. Danke für die Zeit, die Sie mir gegeben haben. Auf Wiedersehen. Auf Wiederschauen.